Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Ja, wir haben hier eine hübsche kleine Sezession. Und ich würde mal sagen, das kämpfen wir jetzt, ne? Viermal Leitern, achtmal Leitern. Wir können loslegen. Kleinasien müssen wir mal schauen, wie wir weitermachen, weil Pergamon macht sich gerade ein bisschen zu wichtig. Nein, das gefällt mir nicht ganz so. Aber ja, da reden wir dann später mal drüber. Oder gleich. So, es regnet. Ich brauche Brandpfeile. Es ist trocken, ich spiele. Das mit den Brandpfeilen ist in dem Sinn egal für die Türme, die schießen immer. Und deswegen, also von hier kann ich nicht angreifen. Hier ist es blöd, weil hier könnten wir einfach durch die Häuser. Okay, naja. Hier ist es auch nicht ganz so gut, weil hier sind viel zu viele Türme. Also gehen wir mal von hier, oder? Hier sind drei, passt. Gut. So. Sehr schön. Warte, wo sind die? Super, die sind hier. Die sind da. Die sind da. Nähert sich feindliche Unterstützung. Nee, du gehst dahin. Wo kommt die her? Von hinten? War ja klar. Dann schicke ich mal die hier. Da hat er viel Verteidigung. Eine Verteidigung, Schmarrn. Viel Verstärkung. Ich glaube nur die eine Einheit. Ich glaube, der hat wirklich nur. Der feindliche General ist tot. Oh, das ging ja schnell. Wow, die wollen jetzt beide dahin, ne? Ja, ist schon, dass das nicht geht. Hä? Echt jetzt? Na, egal, wann muss ich mal. Weg. Und du gehst dahin. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Stolze Söhne Makedoniens! Obliegen bereit! Das
Was war das? Mob. Hm, schön. Okay, hier sind die meisten. Ich gehe mal dann gleich runter. Sobald der Mob weg ist. So, du kannst jetzt auch rauf. Mach halt den Mob tot. Was ist los? Also wir auch nochmal klären. So, sehr schön. Die sind weg. Wir gehen dahin. Die gehen beide da runter. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Sichern. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir haben einen Turm eingenommen. Gut. Na komm. So, jetzt kommen die runter und nehmen die in die Zange. Und dann machen sie Tor auf für unsere Freunde hier. Okay. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Krass, dass die da nicht runterfliegen, ne? Ich habe eigentlich gesagt, wir gehen hier, aber okay. Ist mir wurscht. Na? Habt ihr jetzt mal Pikinieren? Ja? Ja, jetzt habt ihr eine Pikinier verlassen. Super. Ich wusste doch, ihr könnt das. Oh, die kommen jetzt auch runter. Und fertig. Wir haben einen Turm eingenommen. Warte.
Scheiße, nee, das machen die. Nee, Kavalleristen. Sehr schön. Oh nee, echt jetzt? Ich muss das noch erobern. Ach, das ist doch doof. Da werden noch einige sterben. Durch die blöden Türme. Geh mal weg, du. Ah, nee. Wegen dem General. Mit den Peltasten, ja, okay. Ich versuche mal mit denen das Feuer auf mich zu ziehen. Weil das sind ja nur Söldner, die sind wurscht. Voll brutal hier, ne? Aber die tue ich ja sowieso weg, wenn die. Wenn die Schlacht vorbei ist. Och, die Armen. Na? Na komm schon. Unser General wird angegriffen. Ja, und der stirbt jetzt auch. So, super. Das war das. Genau, jetzt ist die Frage, wie wir weitergehen. Also, Alexander ist ja sehr früh die Küste entlang, beziehungsweise sehr früh, also er ist halt auf seinen Streifzügen die Küste entlang gestriffen. So. Und ja, dadurch hat er halt ich habe gerade das Rum-Let's Play weitergespielt und da muss ich ja nicht auf Geld achten. Warte, hier ist aber die öffentliche Ordnung nicht ganz so optimal. Aber die geht gleich wieder hoch. Kulturelle Unterschiede. Ich habe hier zwei. Ich brauche Geld. So. So, hier habe ich zwei. Genau, Vermächtnis und Stolz. Das ist wunderbar. Aber was mache ich mit den beiden? Erstmal schaue ich, was die Verteidiger, das ist auch meine. Das sind auch meine, oder? Ja. Das heißt, er bekommt auch was. Super. General. Konvertierung ist immer gut. Öffentliche Ordnung, das ist super. Und das brauchst du nicht. Gut, dann weiter. So. Mal mein schlaues Buch zu Rate ziehen. Genau, Anatolien. Genau, aber nee, ich will nicht. Lass mich in Ruhe.
Schau mal eher das, was in deiner Hauptstadt passiert. So ein kleines Schiffchen mitten auf dem Ozean ist jetzt nicht so interessant für dich, würde ich mal meinen. Oh, echt jetzt? Zügellose Piraterie, Tochter wird erwachsen, politische Intrige. Das ist ja wunderbar. So, Pella, was ist mit dir los, Pella? Du kannst jetzt... Ach, die Abtrünnigen sind ja echt lästig. Aufgebrachte... Wieso? Warum? Warum? Frage ich mich. Ja, dann... Ah, dem geht's gleich wieder gut. Und den geht's sofort wieder gut. So. Pergamon nervt gerade echt. Der macht hier das ganze Let's Play kaputt. Ich glaube, Alexander Stolz geht mal Richtung Pergamon. Und dann greife ich ihn an. Ist zwar arschig von mir, aber... Warte, was machst du? Warte, du verkaufst mal die. Und die. Ja, das hätte ich gleich machen sollen, dann hätte ich viel mehr bekommen. Minus 2. Minus 1. Okay, ja, dann bleibst du da drin. Was erforsche ich denn gerade? Ach, die Kavallerie. Echt? Okay. Ich sollte aber... Nee, das ist gerade wichtiger. Dann kann ich... Dann kann ich hier die Schmiede erforschen. Das ist schon mal wichtig. Warte, dann gehst du da rein. Dann ist wieder positiv. Minus 4 Nahrung. Ich habe gerade schön viel Nahrung. Und dann geht's weiter. Ach, der schon wieder. Meinst du, dass du dieses Mal gewinnst? Warte mal. Echt, der sagt wirklich, dass ich keine Chance habe. Ich zeig dir mal wieder, wie es geht. Das war doch letztes Mal schon so lustig. Naja, der Computerspieler, ne? Der versteht's nie. So. Okay, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt dann Issos. Da kam es zur ersten, also richtig großen Schlacht. Da ist der Perserkönig Darius. Ja, der hat dann also langsam realisiert, dass Alexander doch ein bisschen größer, ein größeres Problem darstellt. Und hat dann dementsprechend gehandelt, aber ja, dazu, wenn wir in Darius sind. Hatte, du gehst mal hier hin, ihr geht mal dahin, beziehungsweise dahin. Und ihr geht einmal da und du gehst einmal da. So. Legionäre, bitte aktivieren. Habe ich euch, ja, Brennerschuss habe ich gemacht. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, komm.
Na, komm schon. Ach so, oh. Das ist eine Flotte. Da habe ich nicht aufgepasst. Uiuiui. Unser General wird angegriffen. Eine gesamte Einheit ist umgebaut. Ich hätte ihn einfach. Hä? Wieso hörst du auf zu rudern hier? Was soll denn das? Weg. Oh. Oh. Eines unserer Schiffe wird geentert. Dann schauen wir mal zu. Und schnell wieder zurück. Das ist nämlich kaputt. Das ist kaputt. So. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass das jetzt eine Flotte ist, dann hätte ich wahrscheinlich anders gehandelt, aber es ist trotzdem in Ordnung. Es ist trotzdem in Ordnung. Ja, und vor der Kanne draufholzen. Ah. Schön. So mache ich eigentlich nur die da kaputt. Warte. Der feindliche General ist tot. Raus da, raus da, raus da. Sehr schön. Das war gut. Jetzt werde ich die hier aufstellen und die hier. Das wäre lustig, wenn ich wenn hier noch so eine Auswölbung wäre und ich dann die Einheiten hier aufstellen könnte. So, die kommen von da ganz hinten. Wieso von da? Wieso nicht von hier? Ja, soll mir recht sein. Ach, und jetzt kommen sie von... Die gehen dahin. Interesting. Das... Also, ich warte noch kurz, wenn der wirklich komplett hier... Ne, okay, geht da nicht. Gut. Weil wenn er... Ja, obwohl, der geht eigentlich schon relativ. Oder der hat viele Fernkämpfer. Der da. Der bewegt sich ein bisschen seltsam. Unter der Map versucht sie mal abzufangen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt.
Wieso ist der jetzt gelb? Da sind nur 20 Einheiten gestorben. Oh, easy peasy. Easy cheesy. Und das Schwere wird eigentlich jetzt nur die Fernkämpfer zu erwischen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das machen wir dann so. Die können jetzt einfach so stehen bleiben. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Na, schießen. Der Vorteil bei denen ist halt wirklich, dass sie Schilder haben, ne? Oh, meine auch. So, jetzt Feuer frei, ne? Aber nur, wenn ihr Lust habt. Das ist gemein. Das ist so gemein. Also ich muss wirklich sagen, dass Pikinier eigentlich relativ OP sind. Also ja, das habe ich glaube ich schon öfters gesagt im Let's Play, dass einfach, dass die Pikinier-Einheiten bei zum Beispiel Total War Arena waren die wirklich besser. Also besser balanciert, weil die haben halt erstens auch eine Friendly Fire gemacht. Ist ja klar, wenn du als Verbündeter in so eine fette Phalanx kommst, dann ja, ist es halt kacke. Und was auch gut ist, oder was eigentlich besser war, war, dass die Phalanxen total unhandlich waren. Also die haben halt ewig gebraucht, um... Jetzt kommt der nächste auch noch. Die haben halt ewig gebraucht, um ja, um sich zu drehen zum Beispiel in der Phalanx. Es sei denn, sie haben halt die Phalanx ausgemacht oder aufgehört. Dann konnten sie sich schneller drehen. Aber wenn sie im Nahkampf waren, konnten sie keine Phalanx mehr anmachen. Ist ja logisch. Und, oh nee, echt jetzt. Schutz verfällt.
So, Platte zerstört. Okay. Der schon wieder. Dann war ich halt weg. Du musst mal nach Hause gehen. Schau mal, Antiochia ist weg. Ist kaputt. Antiochia ist kaputt. So, und die da plündern jetzt fröhlich vor sich hin. Flotte aufstellen. Rekrutieren. Dann mache ich mal 4 und das war's. Wieso hat er jetzt auch schon Fertigkeiten? Forschungsrate. Oh, wir sind schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn es ein bisschen, ja, weiß nicht. Ja, bis zum nächsten Mal.